Wir haben die letzten Fragen jetzt mal zusammengesucht, die ihr uns gestellt habt und möchten diese heute beantworten. Das heißt, dies ist das, ich meine, dritte Q&A-Video, welches wir drehen und das letzte in diesem Jahr. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Frage. Wir sind übrigens Ilan und Anja und freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Das letzte Q&A in diesem Jahr heißt, wir haben alle Fragen nochmal zusammengekramt, die in den letzten 5 Monaten, also seit unserem letzten Q&A, noch aufgekommen sind oder die wir noch nicht beantwortet haben. Und wir starten am besten gleich mit unserer ersten Frage, die auch mit unserem Tiny House zu tun hat. Wir bauen uns nämlich auch ein Tiny House. Ja. Und dieses Projekt ist immer mal wieder ins Stocken gekommen. Es stockt auch aktuell noch. Trotz allem geht die Suche nach einem Stellplatz aber weiter. Und ja, das wäre dann die erste Frage. Gibt es schon Aussichten auf unseren künftigen Stellplatz? Wir haben tatsächlich Aussichten auf einen Stellplatz. Dieser ist vermutlich oder wird dann in NRW sein. Und das war nämlich immer die Frage. Wir haben uns umgesehen in Brandenburg, also in der Nähe von einem Umkreis von Berlin und einmal im Umkreis von Köln. Das war uns eigentlich wichtig, auch jobtechnisch, weil wir da ganz gute Aussichten hatten und natürlich auch die Familie vor Ort ist. Das war uns also auch wichtig und gefunden haben wir allerdings etwas auf einem Campingplatz hier in NRW. Das Schöne an dem, wir möchten noch nicht zu viel sagen, denn erst ja, wenn die Tinte trocken ist und das alles geklappt hat, dann freuen wir uns auch ein bisschen mehr über den Platz vielleicht zu erzählen. Aber ja, das Schöne ist, dass dieser eben sehr, sehr grün gelegen ist, dass sehr, sehr viel Natur den Campingplatz umgibt. Wir hatten uns nämlich auch mal in Köln einen anderen angeguckt. Ja. Ja. Und der war uns einfach zu dicht besiedelt. Also ja, da waren wirklich klassisch Parzelle an Parzelle, die nebeneinander lagen. Und das dadurch, dass wir auch so große Fensterflächen an unserem Haus haben, ja, konnten wir uns damit nicht so gut identifizieren. Ja, es kann quasi jeder reinsehen bei uns. Also wir sehen nicht nur raus, so ist das halt, wenn man große Fenster baut. Ja. Wenn also alles so läuft, wie wir uns das wünschen oder vorstellen, dann bauen wir das Haus, sobald es wieder bei uns ist, hier bei Anjas Eltern aus, also den Innenausbau. Und ziehen dann, ich würde sagen Mitte, April Ende März, wahrscheinlich eher April, dann auf den potenziellen Platz, den wir haben. Also drückt uns bitte, bitte die Daumen, dass das auch alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Kommen wir zur nächsten Frage. Habt ihr in eurem Tiny House Grundriss oder in eurer Tiny House Planung auch ein Kind mit eingeplant? Ja, das können wir kurz und knapp beantworten. Wir sind auch schon mal ein bisschen genauer in dem vorigen Q&A auf diese Frage ja, zum Thema Leben oder Leben mit der Familie im Tiny House eingegangen. Wir haben das berücksichtigt. Wir haben ein zweites Zimmer eingeplant. Wir haben neben der großen Doppelflügelhaustür aber auch eine zweite große Tür parallel liegend eingeplant, um gegebenenfalls auch in Zukunft ein zweites Tiny House anbauen zu können. Ja. Da sind wir aber flexibel, also kurz und knapp, ja, wir können uns das gut vorstellen. Wir haben das mit eingeplant und berücksichtigt und alles Weitere wird sich zeigen. Da wollen wir uns jetzt nicht versperren oder uns zu sehr oder zu verkopft an die Zukunft rangehen. Ja, bis dahin ist es dann auch einfach ein Bürozimmer wahrscheinlich. Wenn man nur ein 18 Quadratmeter Haus hat, dann sind alle Räume sowieso multifunktionell ausgelegt. Daher, ja, die ersten Jahre sehen wir da auf jeden Fall kein Problem und dann wird sich der Rest zeigen. Die nächste Frage, die uns gestellt wurde, ist auch recht aktuell und auch aus dem Ursprung wahrscheinlich entstanden, weil gerade auch durch unsere Tiny House Tour oder die letzten 2, 3 Tiny House Touren viele neue Zuschauer dazu gekommen sind, was uns sehr freut und wir wahrscheinlich nicht klar genug definiert haben, worum es auf unserem Kanal geht und die Erwartung vielleicht eine andere war. Deshalb die Frage: Wieso geht es bei uns nicht ausschließlich oder ja nicht ausschließlich um unser Tiny House oder um Tiny Houses, sondern warum behandeln wir auch andere Themen? Wir haben uns irgendwann, als wir gemerkt haben, das Tiny House ist wieder nicht da oder wir können nicht jede Woche irgendeinen Fortschritt verbuchen, den wir mit euch teilen können, uns einfach auch Gedanken dazu gemacht, wie wir diesen Kanal noch anders gestalten. Das war aber relativ am Anfang, wo wir gesagt haben, ja, es kann sich einfach nicht nur alles um dieses Tiny House drehen, sondern es geht auch um die Philosophie dahinter. Das heißt, wir betrachten das Leben auf kleinem Raum als etwas viel Größeres. Wir haben das selbst auch, glaube ich, zu eng uns gesteckt, dieses Thema. Denn das Leben auf kleinem Raum oder im Tiny House
hat ja genauso auch mit der Vorbereitung zu tun, klar, mit dem Wandel, der auch in der Denkweise passiert. Im Ausmisten. Genau, es beeinflusst eben auch das gesamte Leben, die Vorbereitung, das Ausmisten. Das Reduzieren. Und, ne? Und später auch das Leben im Tiny House. Und ja, wir wollen das einfach ganzheitlicher betrachten, ja, und deshalb auch nochmal die Info für alle, die sich nur für das Tiny House interessieren oder nur für unsere Talk-Themen, wo wir unsere Gedanken austauschen. Wir haben auf unserem Kanal einzelne Playlists erstellt, da könnt ihr gerne durchgucken, und wenn euch nur das ein oder andere Thema interessiert, dann klickt dort gerne auf die Playlist und dann habt ihr auch nur Videos zu diesen Themen. Und unter unserem Tiny House Dach spielen sich auch andere Dinge ab, unter anderem mal das ein oder andere Rezept, weil wir sehr, sehr gerne kochen, und auch das Thema Musik spielt immer wieder eine Rolle. Also auch da haben wir einzelne Playlists aufgestellt. Wer das nämlich noch nicht weiß, der Ilan, der komponiert nämlich immer mal wieder einen neuen kleinen Song. Gerade auch wenn wir eine neue Tiny House Tour machen, versuchen wir immer auch eine entsprechend neue Musik zu haben. Ja, und aber auch Anja ist Musikerin, sie gibt es nur nicht so gerne zu. Ilan komponiert aber die Musik. Genau. Genau, also auch das spielt eine Rolle und das möchten wir auch weiterhin verfolgen. Das macht uns riesig Spaß, da einfach unsere Leidenschaften auch mit zu verbinden, und das soll auch in Zukunft so weitergehen. Wir machen ja hin und wieder auch mal eine Tiny House Tour, wo wir wirklich tolle Menschen kennenlernen dürfen, wie sie auch bereits in ihren Tiny Häusern leben und wohnen und welche Philosophie sie verfolgen. Und die Frage, zu der ich jetzt komme, ist, machen wir damit im Jahr 2021 auch weiter? Wir planen das, weil es uns riesig Spaß macht, und wir haben noch von unserem letzten Tiny House Aufruf, den wir mal, ich glaube im Winter letzten Jahres auch gestartet hatten, viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die wir auch unbedingt noch besuchen wollen. Ja. Also wir haben euch nicht vergessen, an diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen. Ja. Es ist nur für uns einfach auch ein größerer Reise- und Zeitaufwand, der dahinter steckt. Und das müssen wir einfach besser planen in der Tour. Das ist sehr, sehr aufwendig, aber es macht uns riesig Spaß und wir wollen daran festhalten. Es ist genau das, warum wir eigentlich mit dem YouTube-Kanal begonnen haben. Nämlich, es geht um den Austausch. Und deswegen hier nochmal unser Aufruf. Wenn ihr Tiny House Bewohner seid oder in einem schnuckligen, kleinen, süßen Häuschen wohnt, wir möchten euch sehr gerne kennenlernen, nicht nur aus diesem Grund, sondern weil uns einfach eure Geschichte interessiert und weil wir uns ganz gerne mit euch austauschen möchten. Wir finden das unglaublich inspirierend und motivierend, auch für unser eigenes Projekt. Wir bringen auf jeden Fall auch was zum Essen mit. Das ist keine Bestechung. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Das finden wir immer so ein bisschen persönlicher. An thetinydifference@gmail.com. Vorletzte Frage. Mhm. Heute ist eigentlich ein kurzes Q&A, ja, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Inwiefern hält uns die aktuelle Situation bezogen auf unseren Baufortschritt auf? Was hat es damit auf sich? Ich würde sagen, bis Ende Juli sind wir bestens zurechtgekommen. Wir haben die Corona-Zeit, auch wenn es keine schöne Zeit ist, trotzdem irgendwie nutzen können. Mhm. Das Haus stand ja nicht bei uns, sondern in der Halle unseres Herstellers. Und da haben wir eben mit seinem Know-how und mit seinem Werkzeug und in ihrer Halle dann dieses Haus quasi auch ausbauen können oder weiter ausbauen können. Und den aktuellen Stand verlinken wir euch gerne auch nochmal. Da haben wir noch ein Video, wie unser Haus jetzt gerade ausschaut. Ja, stimmt. Das Problem allerdings ist ab August dann irgendwann entstanden, als es Lieferengpässe gab. Das heißt, als wir die Halle bereits verlassen haben und es hieß, okay, jetzt noch einen Monat, dann sind wir soweit, weil wir haben einige Nachbesserungen an unserem Haus vornehmen wollen. Und diese Nachbesserungen haben dann eben leider auch einen Engpass mit sich gezogen. Bei den Bestellungen. Bei den Bestellungen. Das heißt, da hat uns Corona dann leider doch aufgehalten. Ja, demnach war es für uns tatsächlich auch emotional gar nicht so leicht. Und wir sind ja jetzt in den letzten Zügen, versuchen uns daran so ein bisschen aufzuziehen. Aber ja, man muss es positiv sehen. Am Ende ist man immer schlauer, warum, was, wie lange gedauert hat. Ja. Aber wir sind guter Dinge, dass wir hoffentlich noch Ende dieses Jahres, vielleicht auch Anfang nächsten Jahres, aber auf jeden Fall spätestens im Januar unser Haus wieder hier haben werden. Und wie eben auch schon gesagt, die Hoffnung auf den eigenen Stellplatz motiviert natürlich dann auch, im Hochtempo unseren Ausbau voranzubringen. Und wir erinnern uns auch immer wieder gerne daran, dass wir auch super zurechtgekommen sind, als wir dann so intensiv 3 Wochen auch wieder in der Halle gearbeitet haben. Ja, richtig schnell, ne? Ja, das war, also wir sind guter Dinge, dass wir dann langsam auch zum Ende kommen.
Kommen wir zur letzten Frage. Wir wurden gefragt, wie man uns denn noch unterstützen kann oder diesen Kanal. Ja, das war ganz süß eigentlich, weil wir damit gar nicht gerechnet hatten. Nach dem ein oder anderen Video kam immer mal die Frage, Mensch, ihr steckt da so viel Arbeit rein und man merkt, ihr recherchiert auch viel, oder als es um unsere Pläne ging oder die Tiny House Tour. Das freut uns sehr, dass das ja auch gesehen wird, wie Dankeschön. Viel Schweiß und wie viel Zeit da drin steckt und dass wir da einfach auch versuchen, unseren Ansprüchen gerecht zu werden. Und natürlich kostet das viel Zeit und wir wissen auch, dass die Werbung, die wir in unseren Videos schalten, auch wirklich nerven kann. Wir können den Inhalt ja auch nicht beeinflussen. Und auch wenn inzwischen da ein paar Euro bei rumkommen, reicht es aber nicht. Nee. Deshalb haben wir uns sehr gefreut und aufgrund dieser Anfrage oder daraufhin einen kleinen PayPal-Spendenlink erstellt. Es ist noch nichts Großes, eher was Provisorisches, den wir euch auch gerne in der Infobox verlinken. Und das ist ganz freiwillig. Da gibt es auch noch keinen großen inhaltlichen Mehrwert. Das sind alles Konzepte, die wollen wir vielleicht im nächsten Jahr mal angehen. Aber wenn ihr euch danach fühlt, wenn ihr Lust habt, uns mit 1, 2 oder 5 Euro zu unterstützen, ob einmalig oder monatlich, dann könnt ihr das sehr gerne tun mit dem Link. Wie gesagt, wir packen euch den in die Infobox und sagen natürlich jetzt schon mal Danke. Ihr unterstützt uns damit wirklich, wirklich sehr. Und somit sind wir auch eigentlich schon durch für heute. Wir hoffen, wir haben eure Fragen beantworten können. Und wenn ihr noch die ein oder andere Frage habt, dann immer her damit. Ja, wir nehmen die dann gerne mit in unser erstes Q&A für 2021 mit. Genau. Und in diesem Sinne, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen und ein Abo. Und wir freuen uns dann, euch in einer Woche wiederzusehen. Und wir wünschen euch einen frohen ersten Advent. Stimmt. Ciao. Tschüss.